Ja, herzlich willkommen. Heute möchte ich mit dir, Sabine, über die spirituelle Polizei sprechen. Und du hast diese ja schon oft eingesetzt in deiner Arbeit. Und was dürfen wir uns darunter vorstellen? Also das sind tatsächlich Wesen, die dafür da sind, um Gerechtigkeit zu sorgen. Normalerweise ist es ja im Universum, dass es immer ein Gleichgewicht gibt, dass wir Lernprogramme haben und dass es dann immer im gerechtlichen Sinn ist. Aber manchmal ist die Negativität größer und dann können wir die spirituelle Polizei schicken. Und das hat jetzt nichts mit meiner Begabung zu tun, das kann jeder. Jeder, wo in einer Situation ist, sei es Gerichtsverhandlung, Unfall oder und. Selbst im Privatleben, auch in der Ehe, können wir die spirituelle Polizei holen. Denn der Mensch hat ja vieles programmiert in seinem System, wo er dann falsch versteht, beziehungsweise die Situation, die alte Situation auf die jetzige Situation rüberträgt. Und wenn jetzt jemand die spirituelle Polizei holt, dann kippt die das Alte, was nicht zu dieser Situation gehört. Spirituelle Polizei kann man auch vergleichen mit der Wahrheit, mit der Gerechtigkeit, mit Licht und nicht mit der Dunkelheit. Die bringen Wahrheit und die bringen die Gerechtigkeit. Und wenn einfach die Negativität zu groß ist, dass das Naturgesetz nicht mehr so stimmt, manchmal ist es leider so, aber auch das gehört zu uns zum Lernen, dann kann jeder einfach die spirituelle Polizei rufen, so wie wir hier. Ich glaube, bei uns ist es die 110, wenn wir die Polizei rufen. Ich glaube, ich weiß es nicht. Da können wir auch bei uns die Polizei rufen. Einfach ein Gedanke losschicken, helft mir in dieser Situation, in der Ehe, in der Kindererziehung, im Gerichtsverfahren, alles. Die sind immer da. Und dann ist das Schöne. Egal wie dann die Situation ausgeht, du kannst versichert sein, dass hier die Gerechtigkeit herrscht und nicht die Negativität oder eine verzerrte Wahrheit. Sie bringen die Wahrheit ans Tageslicht. Sie machen die Negativität weg und bringen alles ins Positive, ins richtige Licht. Und manchmal ist es aber auch so, dass der Karma aufgelöst werden muss, dass du was ausgleichen musst aus dem anderen Leben. Also das heißt nicht, dass wenn wir jetzt diese spirituelle Polizei rufen, dass dann gleich alles zu deinem Gunsten ist. Nein, das heißt nicht. Es heißt die Gerechtigkeit. Und manchmal ist die Gerechtigkeit auch ein Ausgleicher, zum Beispiel aus anderen Leben. Aber jeder, die warten nur darauf. So wie bei den Engeln. Die Engel wollen auch nur gerufen werden, dann dürfen sie eingreifen. Und unsere spirituelle Polizei sind auch da. Und wenn wir sie rufen, sind sie da. Und das ist jetzt wirklich ernst gemeint. So was gibt's. Ruft sie und ihr werdet merken, dass sich eine Situation komplett verändern wird in der Wahrheit. Du hast ja auch schon Erfahrungen gemacht. Das stimmt. Meinst du, es reicht, Sabine, dass wir uns das mental vorstellen dürfen, wenn wir diese spirituelle Polizei zum Einsatz bringen? Oder ist das laute gesprochene Wort wichtig? Was würdest du sagen? Es ist für jeden anders da. Jeder hat ein anderes Bewusstsein. Der eine könnte sich nicht vorstellen, dass nur der Gedanke so stark ist wie das gesprochene Wort. Der braucht das gesprochene Wort. Der andere Mensch ist mehr in sich gekehrt, der braucht dann das andere. Das, was jeder für sich im Bewusstsein hat, das soll er leben. Aber die Polizei, die hört euch immer zu, egal was ihr gerade macht. Aber wichtig ist, es ist wirklich wichtig, dass ihr mit klarem Verstand achter dran geht und nicht in Sauersein und so. Es ist ein großer Lernprozess, dass ihr bei euch ankommt, dass ihr zu euch steht, dass ihr in der Liebe seid und auch bereit sein möchtet, auch in der Wahrheit und in der Klarheit zu sein. Und wenn es dann manchmal ist, dass der Karma ausgeglichen wird, dann gehört es auch dazu. Ich kann euch aber versichern, dass die Polizei dafür da ist, um wirklich, wirklich die Gerechtigkeit walten zu lassen.
Jetzt ist das ja für manche sicherlich schwer, sich das vorzustellen, dass da eine feinstoffliche Polizei, so will ich sie jetzt mal nennen, losgeht und für Gerechtigkeit sorgt. Gibt es irgendwelche Feedbacks? Hast du schon Erfahrungen gemacht, wo du ganz klar sagst, oder kannst du sie sogar sehen, wo du ganz klar sagst, da haben die Engel oder die spirituelle Polizei geholfen und darauf können wir alle vertrauen? Das erlebe ich ganz täglich. Eigentlich bei jeder Sitzung ist das mit dabei. Es gibt oftmals Ungerechtigkeiten in der Familie, wo die Struktur verrückt ist. Und da greifen die ein. Also ich sehe es über meine Begabung, was die tun. Ich sehe diese Wesen. Ich sehe aber auch als Mensch mit dem Endergebnis, was die Situationen, wie die immer verändert werden durch diese Sache. Also ich sehe das jeden Tag, für mich ist es Normalität. Ich arbeite mit meiner Begabung und sehe diese Wesen und es ist einfach so. Die sind dafür da, dass sie die Gerechtigkeit bringen. Man muss sie nur rufen. Und was glaubst du, warum? Es ist ja relativ unbekannt, diese spirituelle Polizei. Also ich habe es vor 20 Jahren schon mal gehört und es ist aber seitdem nie wieder aufgetaucht, diese spirituelle Polizei. Und wir verwenden sie ja auch in unserer Arbeit, du und ich. Und wieso ist das so unbekannt? Kannst du dir da einen Reim drauf machen? Ja, jetzt stell dir mal vor, unser Video wird bekannt. Jetzt wird ja jetzt laufen die Polizei gerufen. Die Negativität möchte nicht, dass wir Gerechtigkeit haben. Also wird dir dieses Wissen unterdrückt. Aber dieses Wissen bringen wir jetzt raus. Und es wird verteilt und ich freue mich, wenn die jetzt richtig Arbeit haben, dass jetzt auch Gerechtigkeit auf der ganzen Welt kommt. Je mehr Menschen jetzt die spirituelle Polizei benutzen, desto größer ist ja dann auch noch einmal die Potenzierung von dieser Energie. Und die Menschen, so wie die Engel, viele Menschen wissen gar nicht, dass wir Engel haben, benutzen sie nicht, in Anführungszeichen benutzen sie. Und es ist schade vor. Man kann so viel verändern in der Liebe und in der Kraft und in der Fürsorge für eine Situation und für sich selbst und für den anderen. Und so ist es mit der Polizei. Ich freue mich total, wenn wir jetzt das Video rausschicken und es oft geteilt wird, dass die Menschen einfach die Polizei losschicken. Und dass jetzt die Gerechtigkeit kommt. Und ihr könnt wirklich versichern, schickt die Polizei in eine Situation und es klappt. Ja, ich kann es bestätigen. Ja.